Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute begrüße ich Sie zu einem besonderen Thema und auch mit einem besonderen Gast. Wir werden nämlich heute über das Thema Impfen sprechen. Und zwar haben wir eingeladen und ist auch unserer Einladung gefolgt, Herrn Chefarzt Dr. Med. Ansgar Keller. Herr Dr. Keller ist Facharzt für Anästhesiologie, Facharzt für spezielle anästhesiologische Intensivmedizin, Hygienebeauftragter Arzt, Transfusionsverantwortlicher Arzt, Rettungsmedizin und leitender Notarzt im katholischen Krankenhaus in Ratingen. Ja, dann begrüße ich Sie noch einmal recht herzlich. Schönen guten Tag, hallo. Und Sie sind natürlich der Fachmann für dieses Thema. Ganz bestimmt sogar. Und Sie sind Arzt in Ratingen. Das ist natürlich für unsere Zuschauer auch ganz wichtig, dass jemand, der hier vor Ort arbeitet und im medizinischen Beruf tätig ist, dass man da dann auch die Fragen vielleicht so beantwortet bekommt, dass das so ein bisschen näher ist, so gefühlsmäßig. Ja, gerne. Ja, dann fangen wir direkt mal an. Und die Frage, die ja am meisten gestellt wird, aber Ihnen bestimmt auch, ist ja, warum sollte ich mich überhaupt impfen lassen? Also die Antwort darauf, die ist wirklich ganz einfach und die kann man auch ganz klar geben. Es gibt zwei ganz klare, auf der Hand liegende Gründe, warum man sich impfen sollte. Nämlich, weil die Impfung ein ganz großer Schutz davor ist, sich zum einen überhaupt zu infizieren, sich überhaupt anzustecken, daran zu erkranken. Und B, ist ein guter Schutz davor, einen schweren Verlauf zu haben. Es gibt gute Untersuchungen über die Impfstoffe, die jetzt auf dem Markt sind. Und die haben zum einen ganz klar gezeigt, dass diejenigen, die sich impfen lassen, deutlich weniger an der Infektion wirklich erkranken, eine sogenannte Covid-Erkrankung zu bekommen. Und diejenigen, die krank wurden, sind deutlich schwächer krank geworden. Sie haben also die Erkrankung wesentlich besser vertragen und es kam zu einem wesentlich geringeren und abgeschwächteren Verlauf dabei. Das heißt, meine zweite Frage haben Sie jetzt direkt mit beantwortet. Ich wollte nämlich jetzt fragen, welche Vorteile hat die Impfung? Ja, aber Vorteile ergeben sich daraus, dass man, wenn man diese Viren noch aufnehmen sollte dabei, dann weiß man, dass man durch diese Impfung eine große Chance hat, eine große Sicherheit hat, daran nicht zu erkranken. Und wenn man dann doch noch erkrankt daran, dass die Krankheit wirklich milde verläuft. Das ist der große Vorteil dabei. Also das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Vorteil. Denn ja, gerade ist es auch ganz entscheidend. Diese Erkrankung ohne Impfung, je nach Alter ja auch. Also wenn sich dann auch zeigen sollte, dass es durch diese Erkrankung aus dieser Infektion so etwas wie eine Erkältung oder eine Grippe wird, dann verliert die natürlich wesentlich an Gefährlichkeit. Und das ist ja ganz, ganz wichtig. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Ich bin dann geimpft und ich kann mich noch infizieren, aber der Verlauf ist dann so mild, dass es so ist, als wenn ich mich im Winter erkälte beispielsweise. Genau. Ne? Also das, was man durch die Impfung bekommt, nennt man eine klinische Immunität. Das bedeutet, ich habe natürlich noch die Möglichkeit, Viren aufzunehmen. Das kann natürlich aus meinem Umfeld noch so sein. Ich kann diese Viren auch weitergeben. Aber wenn ich die habe, werden die direkt bekämpft. Ich werde nicht krank. Also ich bin dann noch Virusträger und auch noch Virusüberträger. Ja, schon klar. Aber ich erkranke nicht daran. Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Aussage. Ne? Das ist so das Wichtigste, glaube ich, überhaupt an diesem ganzen Konstrukt, warum lassen wir uns impfen. Genau. Gerade für die schon vorerkrankt sind, die vielleicht mit ihrem Abwehrsystem eingeschränkt sind, für die ist das von ganz großer Bedeutung, dass die einen Schutz haben und mit den Viren, die dann noch aufnehmen, klarzukommen. Das ist ja gerade bei hochaltrigen Menschen, die ja häufig auch noch eine Erkrankung haben. Das ist ja nicht ungewöhnlich, dass wenn man sehr alt wird, meistens hat man ja auch noch irgendwas dazu, einen Bluthochdruck, richtig, eine Lungenerkrankung. Blutzuckererkrankung. Genau. Und für die wäre das ja dann enorm wichtig, so wie die das geschildert haben. Genau, ist es auch. Und das ist auch der Grund, warum man bei diesen Patienten anfängt zu impfen. Ja, genau. Da kommen wir dann gleich auch nochmal drauf, warum wir das machen.
Sie haben jetzt schon angefangen, das zu erklären. Ich wollte nämlich jetzt nochmal fragen, wie hoch ist der Schutz? Aber das haben Sie ja fast schon mit erklärt. Also man kann einen gewissen prozentualen Schutzanteil sagen. Also zu wie viel Prozent schützt das? Und diese Frage kann man aus den bisherigen Studien, die es dazu gibt, beantworten. Und es gibt ja zwei große Impfstoffe, die auf uns zukommen werden. Und für beide Impfstoffe kann man eigentlich sagen, dass die zu deutlich über 90% schützen. Das ist ja richtig viel, ne? Das ist sehr viel. Und das ist auch das darf man jetzt auch aus der Verhältnismäßigkeit nicht vergessen, das ist das, was auch dem Grippeschutz entspricht. Ja, und da lassen sich ja genau. viele Menschen dem vertraut man seit vielen Jahren. Genau. Eine Frage, die ich dann noch hätte, wäre, wie lange bleibt der Schutz denn bestehen? Ja, da muss man jetzt ehrlicherweise sagen, dass man das noch nicht sagen kann, weil man noch nie gegen dieses Virus geimpft hat und man auch noch nie diese Art von Impfstoffen gegeben hat, die es jetzt auf dem Markt gibt. Es gibt eine Qualitätsvorgabe, die sogenannte Weltgesundheitsbehörde, die WHO, die verlangt, dass von einem Impfstoff eigentlich ein Immunitätsschutz von mindestens 6 Monaten bestehen sollte. Davon geht man erstmal aus, dass das mit diesen Impfungen auch erfolgt. Aber alles Weitere kann man erst später sagen. Das werden wir also einfach learning by doing ist das. Ja. Ne? Also wir werden sehen, ob man sich vielleicht jährlich nachimpfen muss oder in anderen Zyklen. Oder vielleicht gibt es ja auch Menschen, die eine über viele Jahre tragende Immunität haben. Aber das kennen wir ja auch von anderen Impfungen, dass wir uns nachimpfen lassen müssen. Das wäre ja auch nicht so neu. Also ich gehöre ja noch zu der Generation, die gegen alles geimpft worden ist, was es gab. Genau. Also bei mir gab es ja auch noch Pockenimpfung. Pocken, genau. Ja. Aber Pocken, das ist ein gutes Stichwort, ein guter Hinweis. Pocken sind auch ein gutes Beispiel für die Erfolgsgeschichte von Impfungen. Nur weil es Impfungen gibt, ist so etwas wie Pocken ausgerottet, gibt es nicht mehr. Genau. Und nur weil es Impfungen gibt, gibt es auch solche Erkrankungen wie die Poliomyelitis, die es ja im letzten Jahrhundert noch gegeben hat, fast nicht mehr. Die ist so gut wie ausgerottet. Das ist der Erfolg von Impfungen. Ja, das vergessen die Leute. Weil die Krankheiten ausgerottet sind, glauben ja auch viele, man muss sich nicht mehr impfen lassen. Ne? Dabei ist es aber dann wirklich ein Trugschluss. Ne? Gut. Dann eine Frage, die finde ich ganz interessant und wichtig. Ab wann setzt denn der Schutz ein? Der Schutz setzt ein, nachdem ich die zweite Impfung bekommen habe. Alle Impfstoffe, die jetzt auf dem Markt sind oder noch auf den Markt kommen werden, benötigen 2 Impfungen. Und einen wirklichen Impfschutz hat man erst ungefähr so ab Tag 7 nach der zweiten Impfung. Das liegt daran, dass unser Immunsystem erst lernen muss, wogegen es Abwehrstoffe bilden muss. Und da reicht eine Impfung alleine nicht aus. Man muss dem Körper oder unserem Abwehrsystem 2-mal sagen, was es da tun muss. Das liegt auch an der Komplexität unseres Abwehrsystems. Das ist ein ganz hochkomplexes, funktionierendes System. Und da muss man 2-mal quasi so einen Impuls geben, um Abwehrstoffe zu produzieren. Und wenn die zweite Impfung gegeben ist, dann dauert es nochmal 7 Tage, bis dann wirklich alles an Abwehrstoffen gebildet ist, damit man sagen kann, dieser Patient ist jetzt geschützt. Ja, wo sehr, sehr viel drüber geredet wird und drüber geschrieben wird und ich sag das mal einfach so und auch viel Unsinn verbreitet wird, ist ja diese Frage, die sich unglaublich viele Menschen stellen, auch unsere Besucher hier in den Seniorentreffs. Diese Impfstoffe sind ja jetzt im Verhältnis zu anderen Impfstoffen sehr schnell entwickelt worden. Und da stellen die sich natürlich nicht nur die, sondern viele andere ja auch, die Frage, ist das seriös erfolgt? War das sorgfältig? Was können Sie denn dazu sagen? Ja, diese Frage stellt sich natürlich auch, weil wir eigentlich in der Vergangenheit mit der Erprobung solcher, also allgemein von Medikamenten und Impfstoffen, überhaupt nicht verwöhnt worden sind. Das braucht ewige Zeiten. Es gibt viele verschiedene Phasen, die sich in der Erprobung und in der Herstellung hintereinander anschließen. Das sind
Das ist eine Phase, die dauert häufig also zwischen 8 bis 15 Jahren. Aber die Entwicklung von diesem Impfstoff, der jetzt auf dem Markt ist, ist eigentlich eine absolute Erfolgsgeschichte, die zeigt, wie es gehen kann. Und man muss sich, wenn man sich das anguckt, wie das bisher passiert ist, fragen, warum hat das eigentlich in der Vergangenheit immer so lange gedauert, wenn man sich anguckt, dass das jetzt so klappt. Es gibt so ein paar Hürden, die jetzt einfach gar nicht gegeben waren. Eine ganz entscheidende Hürde ist das Finanzielle. Viele Pharmafirmen sind sehr zögerlich mit dem Hintereinanderschalten der einzelnen Test- und Erprobungsphasen, weil die nach jeder Phase gucken, lohnt sich das? Gibt es einen Markt für das, was wir da machen? Können wir, wenn wir so viel Geld jetzt in die Forschung reinstecken, haben wir überhaupt eine Chance, das Geld wieder rauszustellen, reinzubekommen, das Geld wieder zu verdienen? Das fragt man sich nach jeder Phase. Jetzt war von vornherein klar, dass Deutschland allein 750 Millionen Euro in verschiedene Firmen investiert hat, damit es gar keine Finanzierungsfrage gab. Also das Geld war von vornherein da. Und dadurch sind dann auch, man musste jetzt gar nicht überlegen, mache ich jetzt diese einzelnen Phasen? Es war klar, dieser Impfstoff wird entwickelt. Das Interesse der Gesamtheit, eigentlich kann man sagen, der Weltgesamtheit war so groß, dass man gesagt hat, dieser Impfstoff wird auf jeden Fall entwickelt. Es gibt keine Finanzierungsprobleme. Und deswegen hat man nicht nach jeder Phase also eine Pause gemacht, um zu gucken, ob sich das lohnt, sondern man hat Phasen direkt ineinander überlaufen lassen und man hat Phasen parallel laufen lassen. Weil man genau wusste, das geht und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil man, früher hat man das so gemacht, man hat eine Testphase abgeschlossen, hat dann die Ergebnisse weggeschickt. Die wurden beurteilt, kontrolliert und dann wurde gesagt, na gut, jetzt könnt ihr in die nächste Phase gehen. Diesmal hat man, weil man genau wusste, es muss weitergehen, während der einzelnen Phasen Ergebnisse schon geliefert, die wurden bewertet und während die einzelne Testphase noch lief, wurden die Ergebnisse ausgewertet und man konnte direkt in die nächste Phase reingehen. Das spart unglaublich viel Zeit. Das hat bürokratische Hürden genommen und auch die finanziellen Probleme gab es da nicht. Naja, und es gibt ja auch noch die Europäische Impfkommission, da muss das ja alles auch durch, ne? Das muss ja durch. Also diese Impfstoffe haben wirklich alle Hürden genauso genommen wie jede andere Zulassung auch. Also da ist nichts ausgelassen worden. Und wir sind hier in der EU im Vergleich zum Beispiel zu England, zu anderen Ländern, sogar noch strenger gewesen. England ist ja früher am Start gewesen als wir, weil die schon geimpft haben nach einer Notfallzulassung. Notfallzulassung heißt, wir haben gute Testergebnisse, wir gehen davon aus, das passt schon, aber wir haben noch nicht alle Testergebnisse. Also was man zum Beispiel in England nicht ganz genau sagen konnte, war, ob der Schutz für die Älteren, für 75 und Ältere, ob da der Impfstoff genauso gut gewirkt hat, weil diese nicht in der Testphase so hoch vertreten waren. Da hat man gesagt, nein, wir setzen den Impfstoff ein mit einer Notfallzulassung. Das haben wir in Deutschland nicht gemacht. Wir haben eine ganz normale Zulassung, weil wir da den Abschluss der kompletten Testergebnisse abgewartet haben. Also ich habe jetzt gelernt, eigentlich ist alles gelaufen wie immer. Wie immer. Nur weil genügend Geld da war. Genau. Und weil es war genügend Geld da, es wurden viele bürokratische Hürden abgebaut genommen. Und Dinge, die ansonsten hintereinander laufen, haben parallel gelaufen. Und was uns jetzt in diesem Falle noch zugute kam, war, dass diese Tests gemacht wurden in einer Phase, wo die Pandemie wirklich sehr ansteckend gewesen ist. Das bedeutet, man hat sehr viele infizierte Patienten gehabt. Wenn ich eine Studiengruppe habe, wo ich den Impfstoff teste, dann kann ich schneller eine Aussage machen, wenn ganz viele Infizierte da sind. Weil dann kann ich sagen, viele Infizierte, viele impfen, da kann ich ganz schnell sagen, wie gut der Impfstoff wirkt. Das ist zum Beispiel ein Problem gewesen bei SARS oder Ebola. Das war eine kurze Epidemie, die ist relativ schnell vorbei gewesen. Danach gab es keine Infizierten mehr. Man konnte den Impfstoff gar nicht mehr testen, weil kein Infizierter mehr da war. Gut, das war diesmal
ganz anders. Das ist diesmal noch so, wir machen das während der laufenden, man macht das während der laufenden Pandemie und hat ganz viele Infizierte, wo man sagen kann, die sind geimpft oder es werden ganz viele geimpft und wir sehen, dass die, die geimpft sind, eben sich eben nicht infizieren. Das macht es wesentlich einfacher. Ja. Ja, also das waren sehr interessante Ausführungen, ja. Habe ich auch noch mal was gelernt. Ich möchte noch eins dazu sagen, um die Bedeutung oder die Seriosität noch zu unterstreichen. Ja. Es hat noch nie einen Impfstoff gegeben, der an so vielen Probanden getestet wurde wie diese. Die meisten Impfstoffe, unter anderem auch Masern, Röteln, Mumps oder auch gegen die Grippe, sind gegen 2.000, 3.000 oder 5.000 Probanden geimpft. Dieser neue Impfstoff ist mittlerweile an über 37.000 Menschen getestet worden. So viel Probanden hat es noch nie für einen Impfstoff gegeben. Umso aussagekräftiger natürlich. Umso aussagekräftiger, ne? Und das unterstreicht auch die Seriosität und das unterstreicht auch wirklich die Belastbarkeit der Aussagen, die man damit hat. Ja, das macht natürlich Sinn. Je mehr Testpersonen es sind, umso sicherer kann ich sagen. Umso breiter gefächert ist das natürlich ja. auch. Aber gerade weil es ja auch so viele waren, die an den Tests beteiligt waren. Wie sieht das denn mit Nebenwirkungen aus? Ja, also man muss da unterscheiden, was man jetzt wirklich genau wissen will. Also es gibt einmal die ganz normalen Impfnebenwirkungen. Die es immer gibt. Die es immer gibt. Also Schmerzen an der Einstichstelle, eine Rötung, eine Schwellung da dran. Auch Krankheitsgefühle wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Gliederschmerzen. In diesem Punkte wird vielleicht dieser neue Impfstoff ein bisschen schlechter abschneiden als bei einer Grippeimpfung. Da kann es vielleicht mehr geben dabei. Aber das ist das, was man einfach nur als eine Impfreaktion bezeichnet. Das ist keine unerwartete Nebenwirkung, davon muss man das unterscheiden. Eine unerwartete Nebenwirkung, das ist ja das, was die meisten interessiert. Was kann denn sonst mit mir passieren, was mit dem Impfstoff vielleicht gar nicht so zu tun hat oder mit der Erkrankung zu tun hat? Kann ich eine andere Begleiterkrankung haben zum Beispiel? Ja? Und da kann man bisher nur sagen, hat sich bisher nichts ergeben, gar nichts. Es hat keine andere Begleiterkrankung gegeben, die man wirklich auf diesen Impfstoff zurückführen kann. Ein Beispiel, es hat von ungefähr 20.000, die geimpft worden sind, 64 gegeben, die eine Lymphknotenschwellung am Hals bekommen haben. Also 64 von 16.000. Das ist nicht sehr viel und das ist auch statistisch so wenig, dass man jetzt nicht sagen kann, ist das jetzt wirklich auf die Impfung bezogen oder ist das Zufall? Es hat 4 Menschen bisher gegeben, die hatten eine Lähmung eines Gesichtsnerven. 4 von 20 oder 30.000. Das ist genau die gleiche Häufigkeit, die auch in einer gesunden Population auftreten kann. Also die sowieso auftreten. Die auftreten kann. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt bei den Geimpften häufiger auftritt. Aber das sind genau die meisten im Blick haben. Und da muss man ganz genau sagen, da hat es bisher sonst nichts gegeben. Und es ist ja jetzt auch, ich meine, auch wenn alle meckern, es ist zu wenig Impfstoff, es ist ja doch schon sehr viel geimpft worden in Deutschland, so rein personenmäßig. Und 1 Million ja, bisher. Eine Million, ja. Das und wir werden auch informiert über das, was in anderen Ländern geimpft wird, was da an Nebenwirkungen reinkommt. Okay. Ne? Zum Beispiel bei den Engländern, die ja schon längere Zeit dabei sind. In Israel ist man auch schon ganz schnell dabei mit dem gleichen Impfstoff. Wenn es da ernste, unerwartete Nebenwirkungen gäbe, auch das würden wir erfahren. Okay. Ja, jetzt komme ich mit der blöden Frage, das weiß ich schon, weil da können wir nämlich eigentlich noch gar nichts zu sagen, aber das werden wir natürlich auch immer gefragt. Langzeitfolgen, aber können wir gar nichts zu sagen eigentlich, ne? Nein, auch dazu kann man noch nichts sagen, dass es ist überhaupt nicht zu erwarten, dass es Langzeitfolgen gibt. Da gibt es von der Art und Weise, wie der Impfstoff hergestellt ist, von den Erfahrungen, die man da bisher gemacht hat, überhaupt keinen Anlass drauf, gar keinen Grund für, dass man da mit Langzeitfolgen rechnen könnte. Ja, also ich finde auch, dass man da seriös da was zu sagen, das geht einfach noch gar nicht. Ne? Deshalb würde ich dann mal auf eine andere Frage kommen, die auch viele Menschen bewegt. Ich bin Allergiker, also ich jetzt nicht, aber wir stellen uns das mal vor.
Bin ich dann mehr gefährdet oder muss ich eine bestimmte Allergie haben? Sie wissen ja, Asthmatiker sagen jetzt alle, oh nein, ich nicht. Und vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen. Es gibt eine große Spannbreite von Allergikern. Also wenn man jetzt mal den großen Teil der Allergiker nimmt, die Heuschnupfen haben, gegen Hausstaub allergisch sind, auch wenn sie darunter leiden, die zählen nicht zu denen, die jetzt nicht geimpft werden dürften. Also auch wenn man nur diese Allergien hat, darf man ganz klar geimpft werden. Auch wenn ich nachweislich eine Allergie habe gegen ein bestimmtes Medikament, zum Beispiel ein Antibiotikum oder ein Schmerzmittel oder sowas. Auch das ist kein Grund, nicht zu impfen. Alle diese Menschen können geimpft werden. Jetzt gibt es ein paar, die ein sehr sensibles Abwehrsystem haben, die sehr schnell auf Stoffe allergisch reagieren, die auch gegen eine große Menge an unterschiedlichsten Substanzen allergisch sind und denen man vielleicht auch schon mal vom Hausarzt oder vom Hautarzt geraten hat, tragen Sie bitte immer so ein Notfallpen, so ein Adrenalinpen dabei, weil eine Allergie könnte bei Ihnen sehr schnell einen Kreislaufschock auslösen. Bei denen sollte man sehr vorsichtig sein. Die sollen sich ganz genau überlegen, ob die sich jetzt impfen lassen. Und man sollte sich auch überlegen, in welcher Situation lässt man sich impfen. Man kann ja auch sagen, ich lasse mich dann im Rahmen eines Krankenhauses zum Beispiel impfen. Ja? Ganz besonders aufpassen muss man bei denjenigen, die sagen, dass sie eine allergische Reaktion schon mal nach einer Impfung hatten. Okay, aber das weiß man ja eigentlich. Das weiß man, ja. Ich bin erstaunt, wie viele das nicht wissen. Ach so. Aber da muss man genau gucken, was ist das für eine Impfung gewesen. Und dann muss man auch genau drauf schauen, was sind in diesem Impfstoff, den man mal bekommen hat, für bestimmte Substanzen gewesen. Und in jedem Impfstoff sind neben dem Eigentlichen, was verimpft werden soll, immer noch irgendwelche Zusatzstoffe drin, sogenannte Stabilisatoren, Adjuvantien, irgendetwas. Ja. Und viele Allergien richten sich dagegen. Und es gibt einen Zusatzstoff, der in vielen Impfstoffen drin enthalten ist. Das ist, die Substanz heißt abgekürzt PEG, Polyethylenglykol, von dem weiß man, dass der ganz ausgeprägte Allergien machen kann. Und wenn jemand schon mal nach einer Allergie extrem allergisch mit einer lebensbedrohlichen Reaktion reagiert hat, dann sollte man sich genau überlegen oder testen lassen, ob man gegen diesen PEG-Stoff allergisch ist. Wenn das der Fall ist, würde ich sagen, dass er nicht geimpft wird. Mhm. Okay, aber wenn ich das jetzt nicht weiß, okay, ich kann ja auch meinen Hausarzt fragen, der kennt mich ja am besten. Genau. Und der wenn Hausarzt wird sagen können, was er schon mal an Impfungen gehabt hat, genau, was in diesen Impfstoffen enthalten ist. Der wird auch eine gezielte Allergietestung veranlassen können, sodass man wenigstens sicher sagen können, impfen oder nicht impfen. Okay. Die bisher zugelassenen Impfstoffe sind ja sogenannte mRNA-Impfstoffe. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass der Impfstoff hergestellt wird aus dem Erbgut des SARS-Virus. RNA ist ein Bestandteil aus dem Erbgut. Also man kennt ja vielleicht den Begriff DNA. Das ist ja das auch, was alle als Erbgut mit sich rumtragen. Unsere DNA wird in unserem Körper immer in jeder Zelle überall immer verändert in eine andere Form, in die RNA. Das ist ein Prozess, den macht jeder Körper. Jeder Körper baut um von DNA in RNA. Also habe ich auch in mir. Sie immer. Haben DNA und RNA. Beides, ja, genau. Okay. Sonst ständen Sie nicht hier. Ja. Schau an. Wir brauchen die RNA, damit man in der Zelle aus dem Erbgut Proteine, Eiweiße bauen kann. Also das Erbgut, die DNA und RNA, das ist sowas wie die Matrix oder die Blaupause für das, was die Zelle dann bildet. Und ausgelesen wird das Erbgut immer in der Form der RNA. Ja? Und das M, was davor steht, das ist aus dem Englischen von Bote, Messenger. Also das ist die Boten-RNA. Dieses Stück aus dem Erbgut, das ist genau der Teil,
der dafür verantwortlich ist, dass ganz bestimmte Viruseiweiße auf der Oberfläche gebildet werden. Also das mRNA-Stück, was wir geimpft bekommen, ist im Virus dafür verantwortlich, dass oben auf der Oberfläche sogenannte Spikes, also so Spitzen, ja, dass die gebildet werden. Bei klassischen Impfstoffen, die man jetzt so bisher kennt, zum Beispiel von der Grippeimpfung, ja, da wäre man jetzt hingegangen und hätte jetzt ganz viele Viren gezüchtet und hätte jetzt diese Eiweißstoffe, diese Spikes, die hätte man jetzt gezüchtet und hätte uns damit geimpft. Also man hätte uns mit Fremdeiweißen geimpft. Mit dem Teil des Grippevirus mit sozusagen. Dem Teil, ne? Genau, genau, richtig, mit einem Teil des Grippevirus. Der entscheidende Unterschied jetzt ist, dass dieser Teil des Virus in uns selber gebildet wird. Das hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Ja, mehrere entscheidende Vorteile. Der eine ist, wenn ich die RNA impfe, löst die in dem Geimpften keine Erkrankung aus. Wenn ich auf der anderen Seite einen mit dem konventionellen Grippeimpfstoff impfe, ihm also die Viruseiweiße gebe, kann er daran grippekrank werden. Das ist bei dem neuen Impfstoff nicht möglich. Der zweite Vorteil ist, gentechnisch hergestellte Impfstoffe sind wesentlich schneller und variabler herstellbar als die bisherigen. Um den Grippeimpfstoff herzustellen, muss man jedes Jahr ungefähr 450 bis 500 Millionen Hühnereier bebrüten, weil da die Viruspartikel drin sind, die vermehren sich da drin und daraus wird dann der Impfstoff gezogen. Das dauert viel zu lange. Also wenn wir dieses Verfahren wählen würden, wäre wahrscheinlich die Pandemie schon durch, bevor wir den Impfstoff haben. Mhm. Ja. Diese Vorgehensweise, diese gentechnische Vorgehensweise beim Erstellen von mRNA ist nicht neu. Das ist ein großer Vorteil. Wir kennen den schon. Das hat man schon ausprobiert an den ersten SARS-Epidemien im Jahre 2002, 2012, die es da schon gab. Seitdem kennt man das schon, seitdem forscht man da auch schon dran. Und deswegen haben wir auch ganz viel von dem, was bisher erforscht wurde, auch schon nutzen können. Das hilft jetzt, diesen Impfstoff ganz schnell herzustellen. Das heißt ja, das möchte ich nochmal, das finde ich ja enorm wichtig, wenn die Leute mal sagen, der ist ja so schnell hergestellt worden. Aber tatsächlich, wenn Sie, wie Sie sagen, wird ja seit 2002 schon ja an dieser Art des Impfstoffherstellung geforscht. Genau. Ja. Das heißt, genau, so neu ist das gar nicht. Nein, ist gar nicht so neu. Ein Vorteil war ja auch, man wusste ja Ende 2019, Anfang 2020, wusste man ja ganz schnell, was das für ein Virus ist. Das wusste man, weil man die Vorgängervarianten schon kannte. Und deswegen hat man die ganz schnell identifiziert. Man hat ganz schnell diese Spike-Proteine identifizieren können. Und seit Ende 2019 oder Anfang 2020 weiß man ja auch schon, was für ein mRNA-Teil man aus dem Virus herausnehmen muss, damit wir in unserem Körper genau diese Proteine bilden. Mhm. Das ist nur dieser langen Vorzeit zu der Forschung davor zu verdanken, dass das überhaupt möglich war. Weil das kennen Sie ja auch, dass alle sagen, das ging ja alles viel zu schnell. Aber wenn ich das jetzt höre, dass da schon so lange dran geforscht wurde, dann macht das Ganze ja auch Sinn, dass das jetzt so gut geklappt hat. Ne? Und man kennt ja auf der anderen Seite auch gentechnisch hergestellte Medikamente auf der anderen Seite auch schon lange. Nimm mal zum Beispiel mal Insulin. Insulin ist ein gentechnisch hergestelltes Medikament. Ja? Und da gibt es ganz viele Prozesse, die man auch von vorher kennt. Und mRNA-Stoffe kennt man auch aus der Tumor-, aus der Krebstherapie. Ja. Mhm, aber ich glaube, das wissen auch ein paar von unseren Senioren, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, also man fängt nicht, oder wir sind nicht, wir haben nicht bei Null angefangen. Nicht bei, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Dass das mRNA kann, Sie haben ja gerade gesagt, das kommt bei uns ja auch vor, habe ich jetzt verstanden. Und wenn ich das bekomme, dann fragen die Leute, verändert das meine DNA? Ja. Ja. Nein, definitiv nein. Das ist biologisch in keinem Lebewesen möglich. Folgender Grund.
Unsere DNA, also unsere Erbinformation, unser Erbgut, ist im Kern jeder Zelle. Also wenn man sich eine menschliche Zelle vorstellt, da gibt es eine Hülle, da sind so Eiweiße drin und ganz in der Mitte ist der Kern. Und die DNA, also unser Erbgut, das ausgelesen wird, ist im Kern drin. Und eine mRNA kann nicht von der Zelle von außen in den Kern hinein. Dieser Rückschritt ist nicht möglich. Es gibt immer nur den Schritt aus dem Kern in die Zelle rein. Das geht immer nur zur Tür, genau. Zur Tür raus, niemals umgekehrt. Das ist auch von daher sinnvoll. Wir haben ja in unserem Körper auch selber eigene RNA. Das haben Sie ja vorhin schon sehr gut erklärt, ja. Und wenn jetzt ein Rückschritt möglich wäre, dann hätten wir ja auch unsere eigene RNA, die dann wieder in den Zellkern zurückginge. Das würde ja andauernd unser Erbgut auseinanderbringen. Ja. Da aber auch nie unsere eigene RNA oder unsere eigene mRNA in den Zellkern zurück kann, kann das auch die Geimpfte nicht. Das macht wirklich richtig Sinn. Ja, ja, jetzt habe ich noch eine Frage. Der Virus, das wird ja auch häufig gesagt, oder geht ja jetzt auch durch die Presse, der hat sich ja offensichtlich gerade verändert. Also wir lesen ja alle in England, das ist das Virus, ein Virus unterwegs, das ganz, ganz ansteckend ist, viel mehr als das andere. Was können Sie denn uns dazu ausführen? Ja, also das Virus hat sich schon verändert, das hat sich auch schon ganz häufig verändert. Man kennt heutzutage von diesem SARS-Virus, glaube ich, schon über 1000 verschiedene Formen, verschiedene Erbgutgrundlagen. Und das wird das Virus noch ganz häufig machen. Das tut jedes Virus. Jedes Virus verändert sich, variiert sich im Erbgut. Man nennt das eine Mutation, so etwas. Das macht ein Virus ständig. Und das ist etwas, also normal, dass das Virus sich vollkommen normal ist. Das ist vollkommen normal. Das Virus hat ein Bestreben. Es will sich ausbreiten. Das Virus will sein eigenes Erbgut weitergeben. Und von daher verändert es sich häufig in der Art und Weise, wie wir das jetzt auch sehen. Es wird ansteckender, weil je ansteckender es ist, umso mehr kann es sich ausbreiten. Das ist das, was als Virus will. Also das ist ja kein bewusster Wille, aber das ist halt eben im Erbgut so vorgegeben. Ja. Es verbreitet sich leichter. Und ganz häufig sieht man auch, dass diese Veränderungen auch mit einer geringeren Krankheitsausprägung verbunden sind. Viele Menschen werden dadurch weniger krank. Ein Virus hat nichts davon, wenn es seinen Träger tötet. Dann wird es nämlich nicht weitergetragen. Nur ein Lebender und Überlebender hilft, das auszutragen. Deswegen am geschicktesten ist das wie bei einem Erkältungsvirus, was immer wieder kommt, sich immer wieder ausbreiten kann, aber keine Schäden hinterlässt. Also das Virus hat nur ein Bestreben, ich will mich ausbreiten. Ich will mich ausbreiten, ich will mich vermehren. Um jeden Preis. Genau, das ist ein genetischer Druck. Und wenn dadurch die Krankheitsanzeichen verringert werden, ist das dem Virus egal. Das Virus will sich nur ausbreiten. Ja, wahrscheinlich ist es dem Virus nicht nur egal, es will genau das. Ach, es will genau das. Das ist in der Evolution, ist das so, dass es sich um jeden Preis weiter vermehren will. Und dann auch um den Preis, weniger gefährlich zu sein. Okay, das ist ja eine sehr gute, positive Aussage. Wenn ich Virus wäre, ich würde es genauso machen. wir sind ja schon mehrere Impfstoffe auf dem Markt, nenne ich das mal so, auf dem Markt. Unterscheiden die sich jetzt irgendwie? Ja, ein bisschen unterscheiden die sich. Also es gibt jetzt aktuell drei verschiedene Impfstoffe, mit denen man auch in den nächsten Monaten rechnen kann. Zwei davon sind ganz gleich. Zwei sind diese sogenannten mRNA-Impfstoffe. Der dritte, das ist der Impfstoff von AstraZeneca. Das ist auch ein gentechnisch hergestellter Impfstoff, aber das ist ein sogenannter Vektorimpfstoff. Das heißt, dieses Erbgutstück, dieses mRNA-Stück, wird in einen ganz bestimmten Träger, den man dann als Vektor bezeichnet, in einen ganz bestimmten Träger eingebaut.
Und dieser Träger wird dann geimpft. So, und der Träger ist ein Erkältungsvirus. Ein Erkältungsvirus, das uns nichts anhaben kann, weil es normalerweise beim Schimpansen vorkommt. So, also dieser von AstraZeneca ist das eingebaute Erbgutstück, ja, in das Erbgut eines Virus. Und diesen gesamten abgeschwächten, für uns nicht schädlichen Virus, den bekommen wir geimpft. Und wir lesen diese mRNA des SARS-Virus aus und machen dann das Gleiche. Also das bekannteste Beispiel dafür ist jetzt zum Beispiel dieser Sputnik-Impfstoff. Der russische. Das ist ein Vektorimpfstoff. Okay, also das gibt es auch. Ja, ist denn einer davon besser oder schlechter? In der Effektivität her, ja. Bisher überwiegen die reinen mRNA-Impfstoffe und also von der Effektivität her. Und die haben noch den Vorteil, dass sie erheblich leichter herzustellen sind. Ich brauche eben wirklich nur dieses, das ist die absolut minimalistische Form von Erbinformation. Und man kann sich diese ganzen Umwege über Einbau in ein anderes Erbgut und dann impfen und dann wieder umbauen in RNA, das kann man sich alles sparen. Deswegen ist dieser reine RNA-Bestandteil, das ist das Effektivste, was man da verimpfen kann. Das hat dann auch eben keine anderen Nebenwirkungen, die sich jetzt auf das Erkältungsvirus beziehen könnten. Kann ich mir das denn aussuchen, womit ich geimpft werde? Das wird wohl nicht so sein. Also es gibt bisher ja schon Vorgaben, dass alle Pflegeheime mit einem ganz bestimmten mRNA-Impfstoff geimpft werden und die Krankenhäuser auch. Und es wird wohl nachher dann für die allgemeine Bevölkerung auch einen ganz klaren Impfstoff geben. Also das ist vorgegeben. Und wichtig ist dabei, dass man sicherstellt, dass man beim zweiten Impfen auch wirklich genau das Gleiche bekommt wie beim ersten. Also eine Durchmischung zwei verschiedener Impfstoffe sollte es nicht geben. Okay, ja, man kann nicht bei der ersten Impfung den mRNA und beim zweiten AstraZeneca impfen. Das geht nicht, ne? Nee. Und momentan ist das ja auch so, dass für jeden Impfstoff, der für die Erstimpfung rausgegeben wird, die gleiche Dosis zurückgehalten wird für die Zweitimpfung. Okay. Wenn ich jetzt geimpft bin und ich habe auch die zweite Impfung, ja, warum muss ich denn dann weiterhin eine Maske tragen? Das steht auch überall. Ja, das ist auch so, weil wir nach der Impfung ja nur einen Schutz für uns selber haben. Die Impfung schützt uns davor, das aufgenommene Virus oder durch das aufgenommene Virus krank zu werden. Wir können es aber trotzdem noch aufnehmen. Es kann sich trotzdem noch bei mir im Rachenraum, im Nasenraum verteilen. Es könnte in meine Lunge kommen und ich kann es noch weitergeben. Und solange noch keine hinreichende Durchimpfung, keine hinreichende Immunisierung der Gesamtbevölkerung da ist, kann ich auch immer noch Überträger dieses Virus sein und damit andere Menschen krank machen, die nicht geimpft sind. Okay. Und was glauben Sie, wie lange werden wir noch die Geimpften eine Maske tragen müssen? Kann man nicht sagen. Weiß ich nicht. Am liebsten morgen. Nein, das kann man ganz bestimmt jetzt so nicht sagen. Das hängt extrem davon ab, wie schnell man mit dem Impfen durchkommt. Das Ziel ist es ja, ganz bald, also im Zeitraum dieses Jahres, eine Durchimmunisierung, eine Durchimpfung zu bekommen, dass dann alle im gleichen Impfschutz der Bevölkerung leben. Und dann könnte man sagen, ist wieder eine Normalität ohne Maske, ohne Abstand, ohne andere Hygieneregeln möglich. Aber ich glaube nicht, dass vor Ende des Jahres entscheidend sich daran was ändern wird. Das heißt, ein ganz normales Leben, so wie wir es vorher geführt haben, werden wir wahrscheinlich erst Ende des Jahres wieder haben. Wahrscheinlich, ja. Aber es wird alles schon viel besser, wenn wir erstmal geimpft sind. Ja, ich finde es ja schon mal wichtig, dass man überhaupt eine Perspektive hat. Worauf geht man denn hinzu? Ja, und das lässt es für mich alles wesentlich besser ertragen. Für uns auch. Also diese Aussicht, geimpft zu werden, das macht schon vieles leichter, weil es mich halt dafür schützt. Ich möchte das nochmal deutlich sagen, dass ich schwer erkranke, weil das ist ja auch die größte Befürchtung, die ich haben kann. Ja, ne? Also das ist das, was man wirklich ganz sicher sagen kann. Die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf. Wenn man daran noch irgendwelche Krankheitssymptome hat, werden die wahrscheinlich nur im Bereich einer
Erkältung sein. Also, Herr Dr. Keller, wir beide lassen uns auf jeden Fall impfen. Auf jeden Fall. Ganz sicher. Ja. Und vielleicht möchten Sie noch mal eine Impfaufforderung aussprechen? Ja, sehr gerne. Also ich werde mich auf jeden Fall, sobald ich an der Reihe bin, auch sofort impfen lassen. Das ist für mich auch gar keine Frage. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, lassen Sie sich impfen. Es ist auch vollkommen klar, an der Erkrankung, dieser Covid-Erkrankung, kann man sterben. An der Impfung definitiv nicht. Die Impfung schützt Sie davor, wirklich krank zu werden und damit gut klarzukommen. Deswegen die Bitte und die Empfehlung an alle, lassen Sie sich wirklich impfen. Das ist ein, denken Sie an sich, denken Sie an Ihre Umgebung, an die, an Ihre Mitmenschen der Familie. Auch alle profitieren davon, wenn sich jeder Einzelne impfen lässt. Das finde ich sehr gut, dass Sie das nochmal so explizit betonen. Für unsere Besucher und Besucherinnen nochmal extra, wir lassen uns alle impfen, also alle, die Sie kennen. Und das bedeutet für Sie, wir möchten Sie auch gern geimpft sehen. Denn schließlich wollen wir unsere Seniorentreffs ja bald wieder öffnen und Sie alle wiedersehen. Also auch nochmal von mir die Bitte, lassen Sie sich impfen. Herr Dr. Keller, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Ausführungen. Ich bedanke mich. Ja. Und vielleicht sehen wir uns Ende des Jahres nochmal. Ja, mal gucken, vielleicht sehen wir dann, wie es gelaufen ist. Genau, dann können wir erzählen, wie es gelaufen ist und auch, wie es dann hier in Ratingen aussieht. Genau. Vielen Dank nochmal. Ich danke Ihnen. Ja.